Willkommen zurück auf meinem Kanal und heute machen wir ein Unboxing wieder, ein richtig sinnloses Unboxing natürlich. Und zwar packen wir das zweitbilligste Apple-Produkt aus, was es gibt. Billiger war nur der Klinkenstecker von 3,5 auf das andere halt. Und MagSafe 1 auf MagSafe 2 Adapter. Die haben 10 Euro gekostet. Und heute packen wir was richtig Sinnloses aus, und zwar die Apple Pencil Tips, also die Spitzen von dem Apple Pencil, die man hier vorne drauf hat. Dazu machen wir noch ein Tutorial, wie man es wechseln, obwohl das eigentlich wirklich jeder hinkriegen sollte ohne Tutorial. Und warum meine kaputt ist, zeige ich euch auch. Die Katze hat gemeint, sie muss da mal ein bisschen drauf rumkauen und ja, dann funktioniert die nicht mehr. Ich kann euch ja nur mal zeigen, wie die jetzt hier vorne genau aussieht, Detailbild. Genau. So, dann packen wir das Ding hier mal aus. Kostet ganze 25 Euro, sind 4 Stück drin. Und naja, was soll man dazu sagen? Hier müssen wir, glaube ich, langziehen. Zeichen dran. So. Ja. Benutzungsanleitung, Warranty, und hier sind jetzt diese 4 Spitzen drin. Wie man sie wechselt, zeige ich jetzt ganz schnell mal. Hier ist der alte. Und wie gesagt, da ist vorne schon schön zu fressen. Einfach anfassen, dann kann man diese aufdrehen. Hier liegt dann die alte. Und hier ist dann dieses bewegliche Teil drin. Und dann nehmen wir hier einfach so auf. Spitze raus. Dann können wir die hier vorne einfach wieder drauf drehen. Nehmen wir mal das Tablet. Und voilà, es geht wieder. So, und hier seht ihr nochmal die neue Spitze und die alte Spitze, dass hier oben schon teilweise durchgebissen ist durch die Spitze, und deswegen hat die dann keinen Kontakt mehr gehabt. Und deswegen die neuen Spitzen. So, jetzt funktioniert das Ganze wieder, und danke fürs Zuschauen. Könnt ihr mal ein Like da lassen oder so. Oder einen blöden Kommentar. Über blöde Kommentare freue ich mich eigentlich immer am meisten. Bis dann, ciao.